Maria Halle, Munich, Germany, the moment you've all been waiting for. Let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing black with Adidas trim, official weight 86 kilo. In 1988, he captured Olympic gold and was the 1989 amateur world champion. Now as a professional, with his last fight on 23 November 1996, his record is 31 fights, 30 victories with 11 knockouts and only one defeat. Originally from Frankfurt, Oder, now living and fighting out of Ulrath, Germany, the former undefeated IBF light heavyweight champion of the world, gentlemen, Henry Huska. And across the ring, fighting out of the red corner, wearing black with green trim, official weight 86.2 kilo. He was the silver medal winner in the 1984 Olympics. Now, as a professional, with his last fight on 27 January 2006, his record stands at 55 fights, 50 victories, with 23 knockouts and 5 defeats. He's the fighting pride of Bismarck, North Dakota, USA, the three-time light heavyweight world champion and two-time cruiserweight champion of the world, Virgil Quicksilver Jedes Haus braucht Schutz. Jetzt gibt es eine Versicherung, die alle Risiken in einem Paket abdeckt. Heim und Haus von Gotha. Und wenn nichts passiert, gibt es da, wie bei einer Kfz-Versicherung, bis zu 30% Schadenfreiheitsrabatt. Fair für Haus und Wohnung. Heim und Haus von Gotha. Und wir nähern uns den letzten Instruktionen von Richie Davis. Da kommt Alan Larsen nochmal, das ist der Cheftrainer von Virgil Hill. Und der hat gestern schon beim Regelmeeting gesagt, wir müssen auf die Hose aufpassen von Henry Maske. Die ist zu hoch und es geht hier um Körpertreffer. Und bis wohin? Richie Davis, der Ringrichter, das auch als Körpertreffer dann akzeptieren würde. Also die imaginäre Linie um den Bauchnabel herum. Darum geht es. Und es geht um 12 Runden im Cruisergewicht. Die Revanche. Henry Maske gegen Virgil Hill. Und wer kommt besser in den Kampf? Henry Maske will natürlich die Deckung erstmal geschlossen halten. Muss mal schauen, was da passiert. Und was da angeflogen kommt von Virgil Hill. Man ist auch im Kopf stark gefordert. Das sagt Henry Maske, der Kopfboxer, der beweisen will, der beweisen muss, dass er der Alte ist, nicht der zu Alte. Und was ist das für eine Herausforderung heute, nach über 10 Jahren gegen den amtierenden Weltmeister. Natürlich verhaltener Beginn. Das Studieren des Gegners. Und das wird, das haben die meisten Experten ja auch gesagt, natürlich ein Schachspiel im Ring. Das Fintieren, das Schauen, was kommen da für Aktionen und wie wird beispielsweise dann auch die Führhand zurückgezogen? Welche Lücken bieten sich da und wie kann man die ausnutzen? Henry Maske in der
Rechtsauslage, also die rechte Hand ist die Führhand. Da muss man auch auf die vorderen Füße achten. Da haben wir einen schönen Blick drauf. Es kann passieren, dass die beiden sich im Laufe des Kampfes häufiger auf die Zehenspitzen treten. Und es gilt die alte Boxerregel, wer außen steht, der hat dann mehr vom Kampf, der kann seine Schläge besser ins Ziel bringen. Guter Versuch mit der Führhand von Henry Maske. Ja, und da ist sofort das Publikum auch da in der Halle und merkt, wenn wir ihn noch ein bisschen mehr unterstützen, dann wird er auch noch mehr probieren. Die Rechte von Virgil Hill einmal kurz vorm Kinn von Henry Maske. Und da war schon die linke. Also er trifft gut. Mit Anlauf die Rechte von Virgil Hill zum Körper von Maske. Der will natürlich versuchen, da gleich Wirkung zu hinterlassen. Henry Maske müde zu machen. Man muss ja davon ausgehen, dass der Kampf hier über die volle Distanz geht. Und dann kann sich das natürlich in den späteren Runden auszahlen. Und zum Körper zu treffen, das gelingt ihm gut, Virgil Hill. Und Henry Maske hat zweimal probiert mit der langen linken Schlaghand, die dann vorbeiflog. Also gute Runde für Hill. Neu. Studio Line Indestructible Gel von L'Oreal. Das erste Gel für extreme Fixierung mit elastischem Widerstand. Ob demoliert, deformiert oder platt gedrückt. Der Style springt immer wieder in seine Form zurück. Unzerstörbar. Den ganzen Tag. Indestructible Gel von Studio Line. Weltweit die Nummer 1 im Hairstyling. Holen Sie sich das Gefühl zurück, sich um nichts Sorgen machen zu müssen. Das AXA-Gefühl. AXA. Für Vertrauen im Leben. 1 Million Moleküle Deo-Schutz. Eines Tages wirst du sie brauchen. Rexona Man Power. Jetzt geht's weiter mit Boxen bei RTL und dem Nissan Qashqai. Er soll mehr mit der Führhand arbeiten. Das hat sein Trainer gerade nochmal gesagt. Al-Nasian hat das gesagt an die Adresse von Virgil Hill. Beweglich bleiben, weggehen und kein stehendes Ziel bieten. Die zweite Runde in diesem Kampf im Cruisergewicht, die Revanche. Also die Körpertreffer von Virgil Hill, da wird er natürlich versuchen, weiter dran zu arbeiten. Und da muss Henry Maske ein Mittel dagegen finden. Nur langsam, man merkt, Henry Maske will erstmal was ausprobieren. Die Distanz langsam finden. Er wird auf Dauer versuchen müssen, Virgil Hill an die Ringseile zu drängen oder in die Ringecke. Ja, da fehlt noch die Schnelligkeit. Aus der langen Distanz. Und da wieder geht's zum Körper. Na, er kann das gut machen, Virgil Hill. Der ist einfach der Schnellere. Das merkt man hier deutlich. Der kann weit draußen stehen, dass die Führhand von Maske nicht einfach ins Ziel findet. Und dann geht er nach vorne und schafft es eben, seine Treffer unterzubringen. Da kann man hoffen, dass Henry Maske noch besser in den Kampf kommt und diesen Ringrost ein bisschen losbekommt. Und wieder geht's zum Körper. Der Versuch mit der Führhand häufiger durchzukommen, das Distanzgefühl zu finden und überhaupt mal ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, dass da mal zwei, drei Hände hintereinander
durchkommen. Virgil Hill bleibt stehen, aber Henry Maske macht nichts draus. Mit Ansage drin von Virgil Hill. Gut rangegangen, gut durchgekommen. Schöne Aktion. Der gefällt mir gut. Und wieder kommen die Körpertreffer. Das sieht gut aus, was Virgil Hill hier probiert. Der erste Reifen auf dem Mond. Der erste Reifen, der schneller als 1000 Kilometer pro Stunde lief. Und jetzt ein Reifen, den selbst eine Panne nicht aufhalten kann. Der neue Run-On Flat von Goodyear. Eine Innovation, die ihr Leben verändern kann. Goodyear. Yes, you want to run. Ruhig atmen, das hat Manfred Wolke gesagt und das kennen wir ja von früher an die Adresse von Henry Maske und es läuft gut. Naja, man muss natürlich, wie gesagt, sich langsam rantasten und mit den kleinen Schritten, die man hier im Ring machen kann, dann auch langsam das Selbstvertrauen tanken. Das war eine gute Aktion von Hill und jetzt weiß man, was der vorhat. Also er wird zum Körper gehen, er wird versuchen, auch die Deckung von Henry Maske zu knacken, nach unten zu ziehen, damit am Kopf oben die Möglichkeit besteht, die rechte, seine Schlaghand, Hills Schlaghand runterzubringen. Und auch wenn hier 86 Jahre im Ring stehen, muss man sagen, das ist kein Rentnerboxen, kein Seniorenboxen. Es riecht kein bisschen nach Rheumasalbe. Und Hill mit den schnellen Fäusten. Was kann die Antwort sein von Henry Maske? Was hat er sich da zurechtgelegt? Lücken bei Hill. Man sieht einige Möglichkeiten und denkt, warum kommen da jetzt nicht die Schläge von Henry Maske? Mit der Führhand die Distanz testen, um dann die Schlaghand unterzubringen oder auch mal mehr zum Körper gehen. Da, wo man ihn vielleicht leichter treffen kann, den Amerikaner. Und er lächelt ihn an. Und er will natürlich die Psychospielchen weiterspielen. Er muss in die Psyche, in den Kopf hinein von Henry Maske. Ja, sehr gut. Nur weggehen. Wieder hingehen. Ja, sehr gut. Das Publikum in der Münchner Olympiahalle mit dem Feingespür, wann Henry Maske ein bisschen mehr Unterstützung gebrauchen kann. Wieder kommt die Rechte durch. Und er geht nur nach hinten weg. Und ist deshalb ein leichtes Ziel. Und das wird er häufiger probieren. Virgil Hill, nachdem das so gut geklappt hat. Aufpassen auf die Köpfe, sagt Richie Davis. Das sind diese leichten Treffer von Hill, die sich auch auf den Punktrichterzetteln am Ende deutlich bemerkbar machen können. Er arbeitet mehr, ist aktiver. Und das müssen die ja so bewerten, wenn sie mitwerten wollen. Das sogenannte 10-Point-Must-System. Der Sieger einer Runde erhält 10 Punkte, der unterlegene 9. Und wieder der Versuch mit der weit hergeholten Rechten von Hill. Und da hat man gesehen, Maske hat sich darauf eingestellt und seine Hand zur Deckung oben.
Ende gleich der dritten Runde. Mein Sohn ruft mich jetzt viel öfter zu Hause im Festnetz an. Kostenlos, solange er will. Mit der Base 1 Flatrate für nur 10 Euro im Monat. Ein tolles Angebot. Apropos Angebot. Mein Sohn ist auch noch zu haben. Ach, Mama. Neu, die Base 1 Flatrate. Jetzt zur Einführung nur 10 Euro monatlich. Mehr in allen Plus-Shops unter base.de oder unter 01802 7764 mal die 0. So klein ist eine große Sensation. Von Arco gibt es jetzt die Handy-Flatrate zum All-Inclusive-Paket. Das heißt volle Kostenkontrolle fürs Telefonieren ins deutsche Festnetz, fürs DSL-Surfen und neu fürs Handy. Holen Sie sich jetzt das All-Inclusive-Paket mit Flatrates fürs Telefonieren und fürs Surfen. Inklusive aller Grundgebühren und ohne, dass Sie eine Telekom-Grundgebühr zahlen. Für nur 39,85 im Monat. Und dazu jetzt die Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz für nur 5 Euro mehr. Arco. Auf die rechte Hand, ja? Nicht so auf die rechte Hand. Dann wieder rein. Nicht so oft die rechte Hand, sagt Manfred Wolke. Meint er damit nicht so oft die rechte Hand selbst schlagen oder nicht so häufig die rechte Hand von Virgil Hill kassieren? Ich bin schon der Meinung, dass er die rechte, seine eigene Führhand häufiger einsetzen sollte. Von Remaske, die vierte Runde. Und im ersten Kampf, da darf man ja mal einen Blick zurückwerfen, die ersten drei Runden auch im ersten Duell 1996 gingen an Hill. Und so ähnlich wird sich das nun wieder darstellen. Der gerne nach Deutschland kommt, Virgil Hill. Der hat auch seinen ersten internationalen Amateurkampf in Deutschland bestritten. Das war 1983 und das war in Schwerin. Und bislang war es hier ja ein finanziell lukratives Pflaster. Da haben wir einen Blick auf die Expertenwertung, also Werner Schneider, die erste und die dritte unentschieden und die zweite an Hill und Wladimir Klitschko, die ersten beiden an Hill und die dritte an Maske. Ja, es wird ein Geduldsspiel, natürlich. Henry Maske nennt das einen Denkprozess. Ja, auch in diesen Situationen, wenn er dann die Linke schlägt, er trifft nicht. Auch wenn Hill nah dran steht. Henry Maske hat dann noch Schwierigkeiten, den Rhythmus und das richtige Timing zu finden. Einmal tief durchatmen. Und die Ecke von Virgil Hill wittert da Morgenluft und sagt, du musst jetzt mehr arbeiten. Der hat große Schwierigkeiten, geh mehr zum Körper, du hast ihn. Und jetzt mal die Gegenattacke von Maske. Kann der Kraft sparen, Henry Maske, wenn er sich so wenig auf den Beinen bewegt. Jetzt kommt er besser und nochmal. Also es scheint, als ob der Denkprozess da ein gutes Ende nehmen kann. Guter Körpertreffer von Virgil Hill in dem Moment. Und weggerutscht, nur weggerutscht. So, dann besorgt mir jetzt einen Elektriker. Das macht die 11833. Und wer besorgt mir jetzt eine Reinigung? Das macht die 11833. Autsch. Wie bekomme ich jetzt einen neuen Koch? Das macht auch die 11833. Kann mir mal jemand helfen, bitte? Oh. Das mache ich selbst. Wenn du nicht weiter weißt. 11833, die Auskunft von T-Com.
Jetzt neu mit noch mehr Branchenauskünften. The Hills Have Eyes 2. Jetzt im Kino. Jetzt geht's weiter mit Boxen bei RTL und dem Nissan Qashqai. Und es brandet Laola durch die Olympiahalle. Und das waren gute Treffer. Zuletzt von Henry Maske, der in der letzten Runde einen halben Gang zugelegt hat. Die fünfte Runde. Virgil Hill hat in der letzten Runde etwas weniger zum Körper gearbeitet und die Ecke sagt, mach da mehr. Du musst so weitermachen wie zu Beginn des Kampfes. Aber jetzt merkt man wieder das Publikum. Und da steht natürlich wie ein Mann hier hinter Henry Maske. Kann der das wirklich schaffen? Er glaubt dran, das spürt man. Wirkt sehr ruhig, Frau Maske. Beobachtet das ganz genau. Und dann wieder die Führhand. Und dann geht er schön weg. Man hat hier gestern noch ein bisschen weniger Filz unter den Ringboden platziert. Das kam auf Anweisung des Teams von Henry Maske. Und man hatte im Team Hill die Befürchtung, aha, dann wollen sie den Boden härter machen. Also, dass ich weniger schnell laufen kann und dass ich schneller müde werde. Also viele kleine Geschichten, die am Ende hoffentlich auch zu einem großen Kampf beitragen können. Und jetzt steht Hill häufig zu weit draußen und die Führhand von Henry Maske kommt durch. Das sind keine harten Treffer, aber die braucht er auch gar nicht. Er will den Gegner zu Aktionen zwingen. Er will kontern. Eine Minischwellung unterm Auge von Virgil Hill, unterm linken. Hill findet hier, der versucht auch, dass Maske mehr macht. Da kommt die Rechte. Ja, das ist dieser Schlag, den er häufiger probieren wird. Da liegt natürlich auch ganz viel Kraft hinter, wenn er nach vorne springt und die dann richtig reinkippt. Ja, da war die Deckung perfekter von Henry Maske, da konnte nichts passieren. Also das Distanzgefühl ist da. Die Führhand trifft häufiger. Man muss aufpassen auf die Schlaghand von Virgil Hill. Da kommt sie wieder. Aber der Konter von Maske. Wenn Sie höhere Erträge suchen, sollten Sie dort anlegen, wo Vermögen seit Jahrzehnten wächst. Steigen Sie jetzt ein in unsere Wachstumsfonds und genießen Sie. Vertrauen Sie wie die meisten Anleger in Deutschland DK Investmentfonds jetzt in Ihrer Sparkasse. In verschiedenen Farben, je 12 Euro. C&A, Preise gut, alles gut. Alles ganz egal. Schön. Die großen Augen von Henry Maske. Dann schaut er zum Ringrichter rüber und hier die Situation schön eingefangen. Das ist unsere Spezialkamera, der Treffer von Virgil Hill. Und wir gehen in die sechste Runde.
Virgil Hill mit dem Spitznamen Quicksilver. Er gewann ja Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984. Und sein Vater hat ihm danach den Spitznamen gegeben. Du bist schnell, du bist quick und du hast Silber gewonnen. Und so setzte sich das damals zusammen. 50 Siege, 5 Niederlagen, 23 K.O.s. Der Kampfrekord von Virgil Hill, der 5-fach Weltmeister, immer noch amtierender Weltmeister im Cruisergewicht. Und Henry Maske, der Gentleman, 30 Siege, 11 K.O.s, eine Niederlage. Diese eine eben gegen Virgil Hill. Das sieht jetzt deutlich besser aus. Er hat die Distanz gefunden, Henry Maske. Er kann gut nach hinten weggehen. Das sind jetzt die entscheidenden Zentimeter, Millimeter, die er besser wegkommt als in den ersten beiden Runden. Immer dann, wenn die Führhand trifft, kann der Gegner seine eigenen Ideen ja nicht umsetzen. Deshalb ist es wichtig, ruhig häufiger mit der Führhand zu treffen. Aber Manfred Wolke hat ihm nochmal in der Ecke gesagt, setz ruhig deine rechte Führhand sparsam ein. Achte auch ein bisschen mehr ruhig auf die linke Gerade. Wieder geht's zum Körper. Und die Ermahnung von Richie Davis, nicht zu tief abzuducken und abzutauchen. Der Ringrichter, 51 Jahre, kommt aus London und ist dort im Hauptberuf Taxifahrer. Ja, mehr über die Außenbahn probiert es Virgil Hill schon, weil er gemerkt hat, innen, also mit den Kragenschlägen, da ist die Maske schwer zu treffen. Und über außen kann es nur dann gehen, wenn Maske selbst die Deckungsarbeit vernachlässigt. Will es mit Kraft probieren, Virgil Hill. Hat sich ein bisschen Tape gelöst am linken Handschuh von Hill. Das müsste der Ringrichter sehen und dann unterbrechen. Oder er denkt sich, es ist eh gleich Pause, dann können wir das beheben. Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn das ins Auge von Henry Maske geriete. Aber nur noch wenige Sekunden in dieser sechsten Runde. Die Kollektion, den Binde von Turban. Den Anfang die durch quer über die Kopfleger, das andere Ende hinter den Kopf hindurch führen, sodass schräg von unten und unten nach oben gewickelt. Ende irgendwo reinklopfen und Glückwunsch! Fertig ist der erste Turban. Indien kennenlernen geht auch einfacher. Neues aus Fernkost. Jetzt bei McDonald's. Diesmal da hat man Indien. Mit dem Chicken Delicatesse, den Fakir-Röllchen und anderen Fernköstlichkeiten. Ich liebe es. Gucci Pour Homme 2, the new fragrance for men. We're not going to get a fair one anyway. So we got to do something. We've got to make this guy work. All right? Come on. You put the work in, buddy. Ja, du musst mehr arbeiten. Man wird ein bisschen aufgeregter in der Ecke von Virgil Hill und man wird richtig ruhig in der Ecke von Henry Maske. Also alle, die hier ein komplettes Debakel erwartet hatten, die sehen sich nun eines Besseren belehrt. Der Maske boxt nicht nur mit, der boxt richtig gut. Und hier sehen wir nochmal die Expertenwertung, die das deutlich unterstreicht. Die letzten vier Runden wertet Klitschko für Maske. Und Werner Schneider sagt, die sechste Runde eine Hill-Runde. Das wird eine ganz knappe für Hill gewesen sein. Also der Kampf ist offen. Hier ist alles möglich. Die Revanche ist möglich. Okay.
von der Ringmitte aus. Da kann man sich dann aussuchen, wo es hingehen soll. Und wieder kommt die Führhand und die kommt mit jeder Runde ein bisschen schneller. Ansprache von Richie Davis, immer an die Adresse von Virgil Hill. Pass auf deinen Kopf auf, nicht, dass es da Kopfstöße gibt. Und da schaut er ganz genau hin, der Unparteiische. Die linke zur Vorbereitung, um die rechte Schlaghand ins Ziel zu bringen. Und Maske weiß, wenn ich meine linke oben stehen lasse am Kinn, dann kann mir da nichts passieren. Von innen kommt er nicht durch. Aber man muss aufpassen auf diese Szene, dass es dann eben zum Körper geht. Nicht runterdrücken, sagt Richie Davis. Das ist die alte Frage. Drückt der eine runter oder kam der andere schon so tief rein, dass ihm nichts anderes übrig blieb? Sei es drum. Wenn es dafür keinen Punktabzug gibt, muss man sich da keine größeren Gedanken machen. Also ob die Strategie mit den vielen Körpertreffern am Ende sich auszahlen wird, das wird man auch erst in den späteren Runden sehen. Er steht ein bisschen weniger vom Körper. Virgil Hill, gute Aktionen von Henry Maske. Auch in dieser siebten Runde. Also, das bleibt spannend. Gute Partygäste. Mhm. Revitalisierende Creme Q10. Belebt müde Haut sofort. Schnell wieder fit aussehen. Ganz einfach. Und jetzt neu zur Belebung müder Augenpartien. Revitalisierende Augencreme Q10. Nur von Nivea for Men. So fühlt sich Pflege an. Geiz bleibt geil. Geizen Sie beim Preis, nicht bei der Auflösung. Mit der Fuji Finepix A610 mit dreifach optischem Zoom. Super scharfe Bilder dank sensationellen 6,3 Megapixeln. Jetzt für nur 99 Euro. Saturn. Geiz ist geil. Jetzt geht's weiter mit Boxen bei RTL und dem Nissan Qashqai. Links sitzt Werner Heinz, der Manager von Henry Maske. Ja, was wird da diskutiert? Ja, auf jeden Fall ein Lächeln am Ende. Ungefähr so wie der Kampfverlauf bislang war. Am Anfang verkrampft und am Ende ein Lächeln. So sieht es jetzt auch aus. Die letzten Runden konnte Henry Maske gewinnen. Zumindest sehe ich das auch so. Wladimir Klitschko wertet es ebenso. Es wird darauf ankommen, was die drei Punktrichter werten. Matteo Frattini aus Italien, Roger Tillemann aus Belgien und Dusan Hetschko aus Tschechien. Das sind die, auf die es am Ende ankommt. Aber noch ist genug Zeit. Und Maske macht das gut. Was der nach dieser langen Pause hier in den Ring zaubert, das ist ein großes Stück. Man merkt, wie er denkt, man merkt, wie er das umsetzt, man merkt, wie er auch mit sich selbst kämpft. Soll ich es probieren, jetzt ein bisschen offensiver zu werden oder bleibe ich erstmal noch vorsichtig? Aber die Rechte im Ziel. Und dann, wenn er merkt, er steht nah genug ran, geht er gleich in den Clinch. Auch das gut gemacht. Maske neutralisiert das, was Virgil Hill da anbietet. Die Treffer zum Körper werden gut abgefangen mit den Unterarmen. Außen steht die Deckung oben auch stabil. Dass das nicht immer klappt, liegt in der Natur der Sache. In diesen Szenen aufpassen. Jetzt sind beide mit den Köpfen aneinander gestoßen. Hill geht zu Boden. Was macht Richie Davis? Was macht er?
sind beide mit den Köpfen zusammengestoßen und man sieht eine Riesenkatwunde bei Virgil Hill. Er sagt, ein unabsichtlicher Kopfstoß. Er hat gesagt, ein accidental Headbutt und es gibt jetzt die Pfiffe, weil man denkt, er wird verwarnt, er kriegt einen Punktabzug, weil es absichtlich war. Aber das ist anders, eine Regel des Weltverbandes, die hier umgesetzt wird. Wenn es ein Unfall war, dann muss der Boxer, der keine Verletzung hat, einen Punktabzug bekommen, um die Chancengleichheit wiederherzustellen, weil Virgil Hill möglicherweise gleich mit diesem Card weiterboxen muss. Oh wei, das sieht nicht gut aus. Jetzt muss Hill natürlich nach vorne marschieren. Jetzt muss er beinahe die Entscheidung suchen. Die Frage ist, ob man diesen Cut, ob man diese Verletzung wird stillen können. Jetzt müsste Henry Maske probieren, weiter auf diese Verletzung schlagen, auf diese Verletzung treffen. Wenn dann abgebrochen würde wegen eines accidental Headbutts, dann würde man die Punktrichter jetzt schon darum bitten, ihre Zettel abzugeben. Also dann würde hier ausgepunktet werden. Das ist alles möglich. Er kann auch durch technischen K.O. gewinnen und das wäre nun eine Sache, die hätte man dem Maske ja gar nicht zugetraut. Also eine hochexplosive achte Runde. Normale Typen. Das ist es. Ein Roadtrip. Was haben wir da? Es ist nicht so, wie es aussieht. Hast du keine Hosen an? Nein. Born to be Wild. Saumäßig unterwegs. Ab 19. April im Kino. Ich bin wehgetan, bin auf dem Gesicht gelandet. Zwei Uso für meine Freunde. Hey, für meine guten Freunde. Jamas, jamas. Uso 12. Für meine Freunde das Beste. 300 Mann gegen ein Millionenheer. Vom Schöpfer von Sin City. Das ist Sparta! 300 im Kino. Get him now. You gotta get him, buddy. Du musst jetzt rausgehen und du musst den K.O. schlagen, das sagt man an die Adresse von Virgil Hill. Und hier nochmal. Da wurde diese Cut-Verletzung geöffnet. Beide sind unabsichtlich mit den Köpfen zusammengestoßen. Ein Unfall und das Regelwerk, wie gesagt, es muss dann dem unverletzten Boxer ein Punkt abgezogen werden. Um die Chancengleichheit, so sagt das zumindest der Weltverband. Und dessen Regeln finden hier auch über den BDB Anwendung. So muss es also sein, um die Chancengleichheit wieder herzustellen. Du musst rausgehen, du musst versuchen, ihn K.O. zu schlagen. Tja, wird er das machen, Virgil Hill? Da sieht man, es läuft schon wieder Blut ins Auge. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation. Man hat versucht, den Cut unter Kontrolle zu kriegen, aber man sieht, ohne dass da großartig mehr passiert ist, ohne dass da neue Schläge eingeschlagen wären, rinnt das Blut. Jetzt wieder in der typischen Weise. Er will ranspringen und er will seine Rechte unterbringen. Da muss Henry Maske jetzt aufpassen. Eine stoische Ruhe von Henry Maske, der da stehen bleibt, der ganz genau wieder seinen Gegner fixiert und taxiert, was er da als nächstes machen will. Ja.
die finden. Das Antäuschen. Das Schauen, was macht der Gegner? Wo geht er hin? Und das ist natürlich die Seite, wenn da Blut ins Auge läuft, ins linke von Virgil Hill, dann kann er die Führhand von Maske nicht mehr richtig kommen sehen. Möglicherweise auch den rechten Haken, wenn denn mal einer geschlagen würde. Etwas mehr Virgil Hill, aber er kann sich keine Vorteile erarbeiten. Wiederum kommt mehr, kommt Besseres von Henry Maske. Hier wieder die Aktion. Das Kopfzeichen für die letzten Sekunden dieser Runde. Wenn man jetzt hochrechnen muss, dann sollte Henry Maske knapp vorne liegen. Und das macht doch Mut. Sie die Faszination von Gillette Fusion mit 5 enger aneinanderliegenden Klingen für außergewöhnlichen Komfort. Auf der Rückseite ein Präzisionstrimmer für schwierige Stellen. Der Komfort von 5 Klingen, die Präzision von einer. Gillette Fusion. Manche Autos sind nicht gerade besonders sauber. Zeit, das zu ändern. Der Citroën C3 mit sauberster Dieseltechnologie. Weniger Verbrauch, weniger CO2. Nichts bewegt sie wie ein Citroën. Swallow this one. Hier sieht man nochmal die lange Rechte, die da durchgestochen kommt von Henry Maske. Genau auf die Verletzung, genau richtig. Da muss noch ein bisschen nachgewischt werden in der Ecke von Henry Maske, weil ein bisschen zu viel Wasser da verspritzt wurde. Die 10. Runde. Und hier die Expertenwertung, also die 8. Runde, die ominöse beide. Experten werden da unentschieden, wegen des Punktabzuges natürlich für Henry Maske. Und die letzte Runde wird da auch unentschieden. Oder für Maske, na, da wird es genau drauf ankommen. Wie werden das die Punktrichter? Was bewerten die mehr? Und da gibt es diese Regel, die ist natürlich auch sehr schwammig formuliert. Effective Aggressiveness. Also wer ist der Aggressivere? Wer geht mehr nach vorne? Aber andersrum auch, wer ist der Effektivere? Wer trifft präziser? Und diese beiden Dinge, neben vielen anderen Sachen, gilt es abzuwägen. Manfred Wolke, wir sehen ihn eingeblendet, ganz ruhig, so wie man ihn kennt. Recht viel Vaseline da oben an der Stirn von Virgil Hill. Naja, es wird immer mehr ein Schachspiel, ganz klar. Und je weniger Figuren, also je weniger Runden da noch auf der Uhr stehen, desto nachdenklicher wird man. Wie steht es auf den Punktrichterzetteln? Das wird man jetzt natürlich auch versuchen herauszufinden in den jeweiligen Ecken. Was müssen wir da noch tun? Lohnt es sich, ein hohes Risiko zu gehen oder kann man das so nach Hause bringen? Kein unnötiges Risiko auf jeden Fall. Das wäre natürlich am Ende dann möglicherweise ein Drama. Publikum würde gerne mehr Aktionen sehen, aber ich denke, Henry Maske macht das richtig, da keinen Schlagabtausch zu suchen, sondern weiter mit diesen Einzeltreffern zu arbeiten, die gut kamen. Die Verunsicherung bei Virgil Hill und auch bei seiner Ecke ist spürbar. Abgefangen worden. Ein Versuch, selbst mit der Schlaghand durchzukommen. Da kam sie! Guter Treffer von Maske. Aufpassen, sagt Richie Davis auf die Köpfe. Nicht, dass da noch was passiert.
geht ran. Er trifft zwar nicht, aber auch keine Möglichkeit für eine Aktion von Hill. Guter Treffer. Klasse von Maske. Das ist seine Runde. Das muss man sich vorstellen. Es sieht so aus, als sollte er das hier schaffen. Eine Idee von RWE, der Energiesparcheck. Hallo, na kommen Sie doch rein. Ich zeige Ihnen mal was. Viele Leute benutzen ja so einen Zugluftdackel. Respektlos, aber berechtigt. Undichte Türen sind eben richtige Energiefresser. Halt durch, Kumpel. Nutzen Sie lieber die RWE Energiespartipps. So vermeiden Sie Energieverluste, sparen Kosten und Sie verhindern die Diskriminierung von Dackeln. RWE bietet Ihnen viele Ideen zum Energiesparen. Infos gibt's in unseren Kundencentern und im Internet. Jetzt geht's weiter mit Boxen bei RTL und dem Nissan Qashqai. Was geht ihm jetzt da durch den Kopf? Der Konflikt lässt sich nicht aufschieben. Da muss ich jetzt durch. So beschreibt er seine Gefühle in seiner Autobiografie. Und dieser Konflikt, der sieht doch jetzt so aus, als ließe der sich perfekt lösen. Der liegt nach Punkten vorne, der Henry Maske. Der boxt hier einen hervorragenden Kampf, einen taktisch, einen disziplinierten Kampf, einen intelligenten Kampf. Es sind noch zwei Runden. Und hier wird wieder ein Stück Sportgeschichte geschrieben. So sieht es jetzt aus. Weil er an sich geglaubt hat und weil er immer noch an sich glaubt. Und Virgil Hill, der weiß, ich muss jetzt hier alles auf eine Karte setzen und möglicherweise mehrere Treffer kassieren, damit ich zumindest noch einen durchbringen kann. Ja, nicht runterdrücken. Die Ermahnung an Richie Davis und das Publikum. Und natürlich dieser Punktabzug von vorhin war eine böse Geschichte gegen Henry Maske und deswegen wird auch der Ringrichter natürlich ausgepfiffen. Er steht da und dann kommt die Schlaghand ansatzlos und gut ins Ziel. Gut gemacht, er schützt ihn ein bisschen weg, dass da direkt die Distanz so weit wird, dass er keine Gefahr läuft, getroffen zu werden. Jetzt muss der Ringarzt einen Blick drauf werfen, da kommt Professor Walter Wagner und er schaut auf die Cut-Verletzung und er wird ihn fragen, wie geht's dir? Und natürlich wird Hill sagen, kein Problem, alles gut. Der Ringarzt darf nicht abbrechen, aber er darf natürlich eine Empfehlung an den Ringrichter aussprechen, aber hier geht's weiter. Wieder guter Treffer von Maske. Der wird mit jeder Runde stärker. Henry schaut darüber zum Ringrichter mit der Frage, duckt er ab oder drücke ich runter und was willst du, was ich tue? Und da kam die ganz klare Erklärung von Richie Davis an Virgil Hill. Mach dich nicht so klein und wenn, geh nicht mit dem Kopf voran. Und er wird wild, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Denn das, was er sich ausgedacht hat, das geht nicht auf. Die Antwort von Henry Maske ist einfach besser und er trifft. Er trifft wieder. Er ist dran und er hat den Kampf hier in seinen Fäusten. Und Hill wird wilder, marschiert nach vorne. Die letzten 18, 17 Sekunden in dieser 11. Runde für Hand von Hill, aber gleich Antwort von Maske. Wiederum eine gute Runde für
Maske, für Henry Maske. Ist das zu fassen? Wie Henry Maske nach vorne geht, mit der linken trifft und dann direkt alle weiteren Aktionen von Hill unterbindet. Und der ist gar nicht mehr so quick und der wirkt konditionell doch schwer mitgenommen. Der atmet immer mit offenem Mund. Und das ist meistens ein Zeichen, dass entweder was mit der Nase nicht stimmt oder mit der Kondition. Er muss jetzt alles abrufen. Das hat ihm seine Ecke auch nochmal gesagt. Mike Hall, El Nazin. Und das weiß auch Henry Maske, dass da jetzt nochmal 4 kommen wird. Das wird eine ganz wichtige Runde. Jetzt, wo natürlich auch Henry Maske jeden einzelnen Muskel spürt und wo er weiß, was er hier schon getan hat, wo es richtig wehtut, wo es brennt. Und wo man trotzdem auch mit der Konzentration voll auf der Höhe sein muss. Stückwerk, was Hill probiert, die Körpertreffer, um die Deckung nach unten zu ziehen, aber Maske ist zu schlau dafür, der geht ihm da nicht in die Falle. Im Gegenteil. Es wird immer wilder und das Auge von Hill wird immer blutiger. Da kann man jetzt sehen, wie viel Blut er da verliert. Das läuft von beiden Seiten ums Auge herum. Und wieder dieser schöne Einzeltreffer. Er muss viel tun, um diese Treffer herauszuarbeiten. Aber Henry Maske ist bereit, das alles zu investieren. Aufpassen, dass der Schlag dann nicht zu tief rutscht. Noch eine Minute. Ich muss an meine Grenzen gehen, hat der Henry Maske gesagt. Und er macht nicht nur das, er geht auch darüber hinaus und er trifft. Und was die beiden hier geleistet haben in den 12 Runden, da können sich viele sogenannte junge Boxer doch einiges von abschneiden. In den letzten Runden beinahe eine Lehrstunde von Henry Maske. Eine Meisterleistung. Und jetzt gilt es runterzuzählen. Noch 12 Sekunden. Konzentriert bleiben. Die Halle steht. Die Halle tobt. Und der Kampf ist aus. Und das muss gereicht haben. Das wird gereicht haben. München verneigt sich vor einem großen Champion. Es ist unfassbar. Dieser Henry Maske schafft das Unmögliche. Da lege ich mich fest. Ich glaube, das muss gereicht haben. Der schlägt den amtierenden Weltmeister. Und das mit dieser Meisterleistung, ein Bravourstück, wie der das durchgeboxt hat, ist das zu glauben. Ein großes Stück Sportgeschichte, eine Riesenleistung.
Ja, auch er. Der Tiger, der gesagt hat, er kann es nicht schaffen. Das wäre ein Wunder. Es ist das Wunder von München. Das Maskewunder. Nach dem Sommermärchen. Das Maskewunder. Und er weiß, dass er es geschafft hat. Er spürt das. Einer der größten Tage in der deutschen Boxgeschichte. Schauen Sie in diese Augen, wie angespannt der war, wie wenig der gelächelt hat. Schauen Sie sich das an. Das schönste Bild des Henry Maske und wie ist es ihm zu gönnen? Wann hat man einen Henry Maske so ausgelassen gesehen? Die Wunderhände durch Malcolm Garrett und die klasse Leistung des Henry Maske. Und wir sind alle 10 Jahre jünger. Es ist ein Stück Sportgeschichte und man sieht, hier fallen sich mehr oder weniger wildfremde Menschen auf einmal in die Arme und wissen, das hier war ein ganz großer Tag und er hat ihn möglich gemacht. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Matteo Frattini, 117-110. Roger Thielmann, 116-113. Dusan Heko, 117-110. Here in Munich tonight, the impossible dream has come true. Aus Deutschland, the winner, gentlemen, Henry Maske. Es ist unfassbar und die Tränen sind nur zu verständlich. Also zweimal 117, 110, einmal 116, 113, aber das sind nur Zahlen. Er hat deutlich gewonnen, er hat einen sensationellen Kampf geliefert. Es ist eine große Leistung. Ja, und die, die damals geweint haben, die können jetzt richtig lachen. Ist er entspannt? Ist er gelöst? Ist er locker? Ja, da kann man die Last förmlich spüren, die ihm da von den Schultern gefallen ist. Und die Halle singt. Oh, wie ist das schön. So ein Tag, so wunderschön wie heute.